Süß wie Zucker, scharf wie Pfeffer und bunt wie lauter schöne Sachen. Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sims 4. Man hat kein Wort verstanden, was ich gerade gesagt habe. Willkommen zu einer neuen Folge von Sims, Leute. Ihr seht es gerade schon, Brotwurst ist mit eingeblendet, wenn alles geklappt hat und sein Greenstreet im Hintergrund nicht auf einmal angefangen hat zu brennen. Oder einfach abfällt. Oder einfach abfällt oder die Wand bei ihm einfällt. Schau mal das Haus von denen, das ist richtig schön, oder? Oh ja. UFO und Manuel. Ja, Leute, gehen wir mal rein. Wir haben für die heutige Folge ein bisschen was Romantisches vor, oder? Ah, ich dachte, jemand stirbt. Ah, nee, ja, romantisch. Ja, ist ja das Gleiche quasi. Leute, das Schöne ist, ich habe endlich mal die komplette Gewalt über meine Mitmenschen. Ah! Ah! Oh Gott, ein schönes Gefühl. Ja, wir haben hier scheinbar irgendeinen Gast. Ja, das ist wahrscheinlich Manuel. Oh Gott, sieht der unheimlich aus. Ist das ein Vampir? Boah, da ist das spooky, Junge. Guck hier, die Geister. Gruselig. Die waren davor nicht. Was ist denn hier vorne? Oh, die ist heiß. Alter, das ist der Pizzamann. Der Pizzamann mit der langen Salami. Junge, diese Küche. Das sieht aus wie so ein schlechter Porno. Ja, ist so. Und dieser Vampir. Was macht dieser Vampir? Warte. Wer soll den Vampir begrüßen? Ich würde sagen, es ist Zeit für Manuel. Manuel, komm, komm. Bitten zu gehen. Ja, er steht jetzt extra auf. Er ist glücklich. Woher weiß der eigentlich, dass jemand an der Tür klopft? Ich meine, der war schlafen. Ich weiß es nicht. Warte, bitte nicht boah, zu ist der gehen. Fett. Warte, grob vorstellen. Wir müssen auf jeden Fall jedes Mal eine Wrestling sehen. Er kommt einfach rein, alles klar. Oh Gott, jetzt zockt er den aus oder so. Geht direkt schon wieder los. Getränk Alter, wie... Boah, Manuel ist so böse, Alter. Weißt du, alle anderen Sims haben 100 Möglichkeiten, nett zu sein. Und er hat nur Möglichkeiten, böse zu sein. Warte, aber einmal noch... Da. Oh, boah. Manuel, Alter, der ist so schlecht, dieser Junge. Guck ihn dir an. Bah, da hat jemand seine Tage bekommen, Alter. Oh Gott, was passiert jetzt? Alter! Hä? Ja! 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 Schlägerei! Schlägerei! Boah, Alter, guck dir an. Diesen Kampf gewinnst du, Manuel. Komm, 100 Euro auf dich. 100 Euro von unseren 0 Euro, die wir haben, Manuel. Das ist ein... Komm schon. Meinst du, er holt es, Alex? Meinst du, er holt es? Es ist spannend. Manuel geht hier in den Ring und er wird hochkommen. Doppelter Schockslam! Und der Vampir hat ihn gefinisht. Ist das wirklich? Manuel hat schon wieder verloren. Kann es sein, dass der ihn infiziert hat oder sowas? Nicht, dass Manuel jetzt Alter, auch ein Vampir wird. Meinst du? Ja. Mehr Auswahl? Das wäre echt. Um Vergebung battlen. Über böse Pläne reden. Komm, rede über böse Pläne. Was ist denn das für ein gruseliger Typ? Wer stöhnt hier eigentlich so? Wer stöhnt hier die ganze Zeit so? Wer ist das? Bin ich das? Kann der bitte gehen, der Mann? Hast du das gesehen? Das war Sturmwaffe. Der ist einfach aufgetaucht. Was Sturmwaffe hat geschlafen, geh bitte. Oder? Können Sie vielleicht... gehen. Ja. Tschüss. Hä? Das erste Mal Sturmwaffe macht es einfach nicht fragen, was ist hier gerade passiert, sondern er macht direkt den Fernseher an, alles klar. Wir haben kein Geld mehr. Izzy muss angeln gehen. Weil Angeln wirft ganz viel Geld ab, ja. Ich glaube schon. Izzy hat ja auch im UFO ein Aquarium, ne? Echt? Da kann er ja auch angeln gehen. Ja, hat er ja. Was ist da drin? So, warte, wir gucken mal, ob da gar nichts bis jetzt. Schauen wir mal, ob da was kommt. Ich glaube, die Fische können wir gegen Geld verkaufen. Vielleicht ja. Fängt er ja was. Mann, Izzy, Alter! Die Fische sind zu clever. Hä? Junge, das ist ein Kanal, Alter. Das ist ein Abwasserkanal. Als ob diese Fische clever sind. Als ob diese Fische lecker sind. Mit einem wertvollen Köder. Warte mal, wie macht man das? Den muss man kaufen, aber du hast ja echt viel Geld. Ja. Warte, wie viel? Null. Ja, okay, beim Angeln kommt nichts rum. Okay, was können wir noch machen? Warte, vielleicht können wir irgendwo einbrechen. Warte. Wir machen... Ah, hier. Was ist hier? Ernten. Wir müssen irgendwas klauen. Erdbeerstrauch. Also, anstatt auf die Idee zu kommen, dass du dich eine Arbeit suchst, kommst du zuerst darauf, an einem Abwasserkanal zu fischen und danach willst du wo einbrechen. Ja, warte. Also, pass auf. Deine Erfolgsgeschichte, Alter. Verdammt, wir müssen irgendwas klauen gehen. Können wir nicht irgendwas einstecken in so einem Haus? Wer ist nochmal kleptomanisch? Wer war das nochmal von denen? Kleptomanisch, Paluten. Ah! Alter, Paluten geht auf Klausur. Das stimmt. Nur um klauen. Beste Freunde auf Lebenszeit, Haushalt. Klingt super. Gehen wir hin. Und jetzt geht Paluten auf Klautour, komm. Also, wir müssen ja irgendwo Geld verdienen, Leute, ne? Irgendwo muss es ja herkommen. So, und wenn das nicht der Weg ist, gibt ja keine Möglichkeit bei Sims, anders Geld zu verdienen, auf legale Art und Weise. Wie denn? Was macht der da? Ist der dumm? Grillt der einen Topf mit Würstchen? Was grillt der da? Das sieht aus wie Durchfall, Alter. Hier, warte. In die Metallerzien. Dim. Komm. Das ist bestimmt viel wert. Klaus doch! Paluten, Mann! Versuchen zu stehlen, da. Warte, jetzt. Hä? Warum kriegt er sich hin? Er klaut. Achtung. Achtung. Ja, wir haben's. Okay, warte. Geil. Wir gucken direkt, was das wert ist. Okay, mit einem Haushaltsinventar. Alles klar, das können wir wieder verkaufen. Warte. Warte, auf dem Schreibtisch. Das ist was mit viel wert. Nee, auf dem anderen. Das da? Rechts. Auf dem normalen Schreibtisch. Er kann nicht mehr stehlen. Was? Ist ja schrecklich. Nein, aber rechts ist E-Book. Warte, versuch's.
So. Was macht er? Hallo? Nein, Paluten! Nee. Alter, Paluten! Egal, wir haben was geklaut. Schnell weg hier. Wir haben was geklaut. Schnell nach Hause. Nach Hause. Das Tablet. Wir können nicht mehr klauen. Es ist schon erfolgreich. Alex, das Ding wird uns Essen einbringen für mindestens 2 Tage. Vielleicht haben wir irgendwann genug Geld, damit Izzy auf einer Matratze schlafen kann. $35! Alter, $35! Ja! Oh. Ja! Alex! Oh Gott, okay, jetzt wird erstmal Essen gekocht. Jetzt wird erstmal Essen gekocht. Jetzt gibt's Schokokuchen. Das Ding ist, wenn wir alle broke wären, wäre das wirklich so eine Sache, die Paluten machen würden. Da kommt die Torte. Was? Das Ding hat $15 gekostet? Das hat $15 gekostet. Ich weiß auch jetzt schon, wer das auf ist. Ich will ein Tablet ziehen. Ein Haushalt nur durch Klauen, Alter. Warum steht das auf dem Boden? Guck, Izzy hat sein Sandwich hingestellt. Oh. Das ist der fetteste Klau, der meiste ist. Die kochen alle. Boah, guck mal, wie gut ich aussehe. Alter, auf. Sturmwaffen. Sturmwaffen hat die Finger abgeschnitten. Okay, pass, ich bin dafür, dass Sturmwaffen langsam mal arbeiten geht. Vielleicht müssen wir Izzy Stuhl verkaufen. Das verhindert Dollar. Nein! Wir müssen aussieben. Wir brauchen eine Kaffeemaschine. Wir brauchen. Freddy muss ja zur Arbeit gut drauf sein, Alex, ne? Hey. $8. Ah, ja, jetzt geht's. So, okay. Okay, mach dir schnell einen Kaffee. Komm, trink den Kaffee. Trink den Kaffee, Alter! Trink den Kaffee, Mann! Los! 9 Uhr! Er kommt 9 Uhr. Zu spät, Mann! Der ist wütend und geht jetzt erstmal kacken. Da! Jetzt hat sein Penis erschrocken! Hä? Ist das. Freddy, wie wär's, wenn du arbeiten gehst? Der will nicht arbeiten, wa? Okay, pass auf, ich würde sagen, wir machen noch eine Tour mit Paluten. Der muss nochmal klauen gehen, ja? Da, hier. Ja, da. Dann lass uns die Gartenmöbel klauen. Julia Heck. Die ist so dumm, Alter. Julia, die ist blind und taub, Alter. Paluten ist der Erste, der bei einem Blinden einbrechen würde, um den Teddy zu klauen. Oh, wir müssen gleich noch den erotischen Part mit einfließen lassen. Denn Leute, wir haben uns überlegt, es wäre doch ganz cool, wenn wir einfach die ganzen Fanfictions wahr werden lassen. Ich habe einfach später eine Beziehung mit Rotpilz, Izzy und Dena und GLP und Paluten sowieso später auch noch. Okay, guck mal, die alle liest gerade. Stell dir vor, es kommt irgendein Typ zu dir in der Cloud direkt was. Der klopft bei dir. Guten Tag. Oh Gott, schau mal die arme Frau an. Warte, zoom mal nochmal auf die Frau. Hey, die sieht aus wie er, die hat den gleichen Afro. Das ist seine Mutter? Paluten besucht seine Mutter. Was? Die hat nichts zum Klauen. Alter, die hat gar... Da, kannst du nicht den Spiegel abnehmen oder so? Dann mach wenigstens was kaputt. Ich hab ne Idee. Klaut das Buch. Nein, nicht das Buch. Den Fernseher sagt, sie soll rausgehen. Bitte sie nach draußen. Oh, er wurde erwischt beim Klauen. Ja, du, das Buch liegt vor ihrer Nase. Jetzt nach draußen. Kannst du trotzdem klauen? Prügeln oder so? Warte, jetzt. Nicht in den Schrank, nein! Ich hab's geklaut, glaube ich. Was ist denn hier los? Was passiert denn mit Paluten? Was ist denn mit dem? Der ist ein Psychopath, Alter. Guck dir den mal an. Der hat die ganze Zeit dieses Lama in der Hand. Okay, ich glaube, es ist Zeit für Paluten nach Hause zu gehen. das war mit dem Buch ein bisschen dumm von ihm. Da hat er nicht richtig geplant. Weißt du, was ich meine? Das war dumm von ihm. Nicht von dir. Das war dumm von ihm. Sollen wir Paluten nicht in die Diebeskarriere gehen lassen? Dass der kriminell natürlich. Wird? Natürlich. Alter, das passt auch richtig zu Paluten, Junge. Meinst du, wir kriegen irgendwann überall Hausverbot mit Palle? Das kann gut sein, ja. Edeka. Auf frischer Tablette. Oh, Gitarre. 7 Stunden. Er kann 7 Stunden nicht klauen gehen. Bist du auch der Meinung, dass wir jetzt einen romantischen Part brauchen, oder? Ja. Wir brauchen ja, ein bisschen. Wir brauchen Leidenschaft. Da. Wir brauchen. Alter. Das entspricht sowas von der Realität, Junge. Ja. Ich würde den ganzen Tag nichts anderes machen. Okay, pass auf. Romantik, flirten. Es wird jetzt schwierig, ne? Meinst du, stell dir vor, die beiden wollen sich. Oh, Alter, was wäre das? Fragen, ob es Single ist. Nummern austauschen. Komm schon, tausch Nummern. Komm schon. Ihr wohnt zusammen. Warum habt ihr noch nicht die Nummern ausgetauscht? Es gibt keine WhatsApp-Gruppen. Gibt's da das Auswahl-Penisbild schicken? Ich glaube, das kommt immer gut. Die wollen sich nicht. Hä? Wie, die wollen sich nicht? Hä? Die wollen sich nicht. Entschuldigen. Liebe ist eine Sache, die kann man nicht erzwingen. Doch, Alex, doch, kann ich. Okay. Leck mich am Arsch, der guckt so traurig. Guck, Paluten ist immer noch traurig, weil er beim Clown erwischt worden ist. Da. Oh, erwidert's. Nein! Dana! Du stehst auf seinen Schwanz! Mach mal. Anmachspruch. Da, es klappt. Wieso klappt das plötzlich und dann wieder nicht? Ich glaube, das geht in die Hose. Nein, ach. Dana! Du gehst zu weit. Fang an mit Schnelle Wiedergutmachung. Ich mag deine Haare. Schnelle Wiedergutmachung! Nein, dein Lächeln. Oh, er schläft, oh Gott. Geh weg, Revi! Geh schlafen! Das ist genau wie im UFO. Und schau, jetzt geht's doch gerade, oder? Kompliment über Aussehen machen. Ganz langsam anfangen, ne? Jetzt kommt Manuel, der Icebreaker. Manuel, geh weg. Mit deinem Kuchen, mit deinem Lunchpaket.
Wieso will der das nicht? Weil das too much ist vielleicht. Du musst einfach freundlich, warum immer flirten? Schau, du machst immer flirten und wunderst dich, dass da... Wenn ein Flirtversuch nicht funktioniert hat, dann funktioniert der danach. Macht man immer weiter, oder? Ja, nein. Revi, die ganzen Frauen, die du anbaggerst, holen nicht umsonst den Pfefferspray raus. Oh Mann, nicht, um es dir zu zeigen. Ich dachte... Da jetzt, sie verstehen sich. Wir müssen sie erstmal auf dem freundschaftlichen Wege. Ah! Ich sag's dir die ganze Zeit! Du hast recht, natürlich, klar. Tag war schön, ein Tag von Herzen kommt das. Oh, jetzt läuft alles, jetzt läuft. Mach nur lustig oder so. Guten Morgen auch immer. Geld! Freddy hat Geld gewonnen! Was? $90 hat Freddy verdient. Manuel trainiert gerade. Hast du gesehen? Was? Der trainiert. Alter. Stelio, kannst du das? Alex, warte, wir brauchen noch ein bisschen Zeit, okay? Ja? Rumblödeln wie echte Bros. Oh. Komm, wir machen es jetzt einfach mal. Schlüpfrige Frage. Jetzt müssen die noch auf einem Level sein. Handschellen? Warte. Ja! Ja! Alter. Ich glaube, es hat funktioniert. Ach, Handschellen und Popcorn. Flirten. Pass auf, wir versuchen es nochmal. Romantik, flirten. Heiße Liebe, da, Herz. Da. Alter, ja! Ja! Schwul. Boah, die finden es geil, Oh. In der Stadt findet der schräge Humor und krasse Späße-Festival statt. Alter, vielleicht treffen wir da Leon Mascher, Junge. Das ist das Prank-Festival. Nice, Alter. Okay, Leute. Ich würde sagen, nächste Folge geht's aufs Prank-Festival. Hoffentlich kommt Leon Mascher auch dahin. Leute, das war's von einem wunderschönen Paar Sims. Ich habe auf jeden Fall jetzt hier schon die ersten Anbindungen zwischen Dena und Izzy. Also ihr seht die beiden hier. Die stehen total, aber nein, ich meine total, ja? Und, ey, es läuft richtig gut, ja? Also Paluten hat geklaut. Ich habe die ganze Zeit gar nicht gemacht. Stummer bearbeiten. Und Manuel hat wieder gut für seine Wettkämpfe trainiert, Alter. Perfekt. Leute, ich würde sagen, das war's von diesem wunderschönen Video. Schaut auf jeden Fall bei Brotwurst vorbei. Da geht's nämlich auch lustige Videos zu sehen. Unter anderem auch mit Brotwurst. Was? Oder rein. Auf Wiedersehen. Tschüss, ne? Ja!